Willkommen zurück bei Borderlands Pre-Sequel zusammen mit Casino. Und zusammen mit Eptine. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil mein Sauerstoff alle wird. Deswegen drücke ich hier schon mal drauf. Ach, der Lift kommt erstmal runter. Ich habe nicht mehr viel Sauerstoff. Bist du drauf? No. Ich ersticke nämlich Bin sonst dabei. gleich. Wir haben letztes Mal uns in dieses Gebiet hier, ich gehe mal ganz schnell da rein, dieses Gebiet hier vorgekämpft. Da brauchen wir die Mission zwar vorher noch nicht für die. Und haben irgendwelche ekligen Viecher erledigt, die wir erst retten sollten, aber dann doch nicht, weil sie zu eklig sind. Ein Hoch auf den Naturschutz. Ja. Oh. Nice. Danke für die Luftunterstützung, Wilhelm. Danke für die Luftunterstützung, Wilhelm. Boah, du lenkst sie perfekt ab. Ich konnte voll in den Rücken ballern. Hier kann ich ja meine Droiden auch fliegen lassen, ne? Ja, hier ist noch okay. Oh, hier ist eine blaue Waffe. Fusionswaffe verbinden, wird mir zwar vorgeschlagen. Blaue Waffe? Ja, hier. Ist was für dich. Ah, die ist schwach, aber ich nehme mal mit. Verkaufen. Wo lang kommen wir eigentlich? Okay, wir kommen in den Tod, wenn wir da lang gehen. Alles gut, ich gehe zurück. Ich gehe zurück. Alles gut. Sofort die Laser auf einen. So, also wir wollen uns dieses Mal darum kümmern mit der Missions unsere Laserwaffe, die wir von Springs bekommen haben. Die wollen wir ausprobieren. Also beziehungsweise die müssen wir ausprobieren, weil wir dafür Geld kriegen. Ja, die ist eigentlich ziemlich stark sogar. Ja, die streut, aber wie sonst was. Geht. Also Nahkampf halt, mehr oder weniger. Ah, ich bin da der gewohnt. Ja, ich nicht so, aber jetzt mit dem Schild bin ich ja auch eher Nahkampf. Ich meine, ich kann mit meiner Schrote ja direkt rangehen. Ja, ich habe nur eben mein Headset gerichtet. Jo, jo. Ich habe hier ein Medikit für dich. Sagt er mal Medikit zu den Luftdinger oder was? Du hast entdeckt die Herzkammer. Nee, Medikit ist eigentlich Medikit. Ach ja, stimmt. Das so, und die Viecher, die sollen wir jetzt töten. Ah. Oder Menschen genug Frostschaden zufügst, kannst du die meisten davon tief gefrieren. Dann reicht ein guter Schlag und sie zerspringen. Probier's mal, wenn du dich traust. Das ist ein größerer. Gut so. Und jetzt geh nah ran. Du musst schneller machen, sonst haut er wieder auf. Los! Wir müssen. Wenn einer von den Torx vereist ist, musst du einen Nahkampf auf ihn machen. Achso. Dafür gibt's Bonus-EP. Aber irgendwie sterben die alle zu schnell. Hab ihn. 3 von 5. Oh fuck. Ah. Verschmettert man sie. Jetzt bist du nicht mehr so frech, was, Torg? Perfekt, ich muss mein Schild aktivieren, sonst sterbe ich. Solange ich den Schild habe, kann ich reingehen. Ich muss nur dran denken, dass ich ihn. Oh wow. Da sind ganz viele Kleine um dich rum. Alles klar. Ich kümmere mich um die Königin, sobald mein Schild wieder da ist. Sie ist eingefroren. Wow. Ich freue mich über deine Party. Sehr gut, Kammerjäger. Komm vorbei. Ich hab da noch. Können wieder richtige Waffen benutzen. Konstruktiv wie destruktiv. Und ich habe eine Belohnung für dich für das ganze Schießen und Zerkloppen. Wir können wieder richtige Waffen benutzen. Ja. Den Quest abgeschlossen. Ach du Scheiße. Ach so, da kann ich ja auch meine Dinger werfen. Ja. Du kannst mir kurz aufhelfen, oder? Nee. Okay, alles gut. Zweckman. Boah, was geht hier ab, ey? Hilfe. Keine Ahnung, hier ist viel zu viel Kram. Boah, mein Schild ist volle Kanne aufgeladen. Ich kümmere mich um den Dicken. Okay, der Dicke ist down. Pass übrigens auf, dass du nicht zu nah an die komischen Kryo-Pilze rangehst. Die sind echt übel. Alles klar. Ich glaube, böse ist hier. Da links ist, muss noch irgendwo einer stehen. Aber egal, lass wir ihn einfach. Nee. Nee. Ich wäre dafür, dass wir die Höhle zu Ende erkunden. Ja, ach so, da. Ach, ja, stimmt, da müssen wir lang. Ich dachte, nee. Da sind wir gekommen.
Oh, wie viel hält diese komische Schmeißdinger? Oh, Level up. Was? Du hast schon Level up? Ich brauche noch, keine Ahnung, einen Gegner oder so, aber ich muss mal ganz kurz einen Moment. So, mein Headset war. Mein Headset backt gerade rum. Er hat Granate geworfen, aus Versehen. So, ich glaube, jetzt ist bei meinem Headset auch alles wieder klar. Das hatte gerade irgendwie Probleme. Diese Kryo-Dinger sind echt übel. Ja, ich habe auch ein Level up. Ich wäre dafür, dass wir die Höhle hier zu Ende erkunden. Ja. Irgendwie das Gefühl, dass es hier am Ende guten Loot gibt. So, warte kurz, ich möchte skillen. Was wollte ich? Magazingröße und Nachladegeschwindigkeit, genau. Aber die Geräusche deiner Waffe. Hau hier, weiße Waffe. Ja, weiße Waffen immer schön mitnehmen. Hier ist noch ein Mondstein, ein Oskit, noch eine weiße Waffe. Skin gefunden. Irgendwas. Skin gefunden. Einen Skinnen. Skin. Wir können da, wo der dicke Gegner rausgekommen ist, glaube ich, noch Gladiatoren-Nahkampfschaden und kritischer Schadenbonus. Ist aber nicht so gut. Weil egal. Die Waffe wechseln jetzt. Ja. Ich trotzdem mit. So. Hier ist ein Sprungpad. Oh jo. Ach, guck mal. Also nicht das andere Sprungpad nehmen, wir wollen hier noch zu Ende erkunden, aber hier oben ist eine Lootkiste. Mit 3 Oskits. Sind aber alle schlechter als das, was ich habe. Aber vielleicht interessiert dich das. Wer war da? Hier, guck mal. Nee, kacke. Sauerstoffvorrat bei 50%. Ich gehe mal kurz hier aufladen. So, bei das sieht aus, als gäbe es hier noch irgendwas, weil da hinten ist auch noch ein unerkundetes Gebiet. Ja, wir gehen da mal rüber. Ja, ich wäre auch dafür, wenn wir schon hier sind, ne? Ja. Diese komischen Pilze sind richtig böse. Kann da durchspringen. Ah. Hätte ich jetzt fast gar nicht gesehen, ne? So, ich glaube, ich werde das übersehen. Ja, ich habe halt diesen Schleier gesehen, dass hier noch irgendwas sein muss, ne? Weil ich schaff das nicht mehr, da reinzuspringen. Und... Oh, Hilfe. Jawohl. Kannst hier Luft aufladen. Oh, scheiße. Hier. Ui. Tut gut, ne? Ja. So. So. Frische Luft. Ah gut, wie man es nimmt, frische Luft. Luft. Luft, ja. Was ist das hier? War lustig, wie die Dinger mal wegfliegen, so blub, blub. Hier geht's. Panzerter Outlaw. Hier sind Gegner. Hin, ey. Alles klar. Oh, hier kommt schon irgendwie über Ticket gleich. Ja, das sieht auch so aus. Wo war der Gegner? Die fliegen ja alle durch die Gegend. Hab ihn. Ah lol, ich werf da noch 100 Granaten hin. Von links kommen noch 2. Kommen wir da hoch? Oh, hier Lootkiste. Ah, können wir gleich reinchecken. Ja, erstmal. Ah, endlich hier gammelige Schilde. Guck mal. Ich komme hier oben nicht drauf. Da ist eine unsichtbare Wand im Weg. Ist da oben noch einer? Ja, der fliegt da rechts. Ja, warte, ich wechsle mal ganz kurz auf die Sniper, auch wenn ich... Ich brauche unbedingt eine bessere Sniper. Es war richtig bescheuert, dass ich die getauscht habe, die ich vorher hatte. Dass ich das nicht gesehen habe. Bäm. So. Der down. Ja. Ah, brauche ich beide nicht. Beziehungsweise, dann nehme ich halt keine Schockwaffe aktuell. Ich brauche ja dringend Schockwaffen eigentlich. Jetzt habe ich keine einzige ausgerüstet. Ah, hier ist sonst nichts, ne? Nee, irgendwie, aber was ist das für ein... Das ist lila Ding. Irgendeine Bewandtnis muss das doch haben, oder? Ja, sieht schon komisch aus.
Oh lol. Lol. Ich bin dagegen gelaufen. Einfach. Portal, ja. Ja, Mann. Hä? Wo sind wir? Pirouts After. Guck mal, wir sind hier voll nicht mehr auf der Map. Guck mal. Ja, wo zur Hölle sind wir? Das ist bestimmt, wenn wir da runterspringen, gibt es bestimmt keinen Bosskampf. Das ist bestimmt auch so ein Secret. Ja, wahrscheinlich. Nee. Ach, da ist wieder so ein Portal. Ja. Lass da mal reinspringen. Ja. Gleichzeitig. Oder sollen wir erstmal noch rundherum gucken? Ja, erstmal. Hier ist noch Geld. Erstmal schön außenrum. Die Musik, so fliegen. Warte, ich guck mal ganz kurz auf die Karte. Wo sind wir? Sind scheinbar so ein Dominostein. Domino Day. Was ist das? Ist das voll irgendwie. So ist das ein Easter Egg, das wir nicht verstehen? Das kann sein. Irgendwie es hat. Wie macht mir das Spiel heute Angst, ja. Erstmal die, das Gewehr hier. Okay, komm. Dann. Das ist cool gemacht, ja. Sieht cool aus. Ja, aber wofür? Mega-Loot. Mega-Loot, mach auf. Oha. Oh. Boah, du hast erstmal Glück. Oh, ich hab auch Glück, wir haben beide Glück, glaube ich. Du hast einen Rifle und hier eine Schroti für mich. Ja, die ist aber schlechter als meine aktuelle. Aber 120% okay. Kritischer Trefferschaden. Und sie sieht ziemlich nice aus. Boah, ich hab auch... Nice. Was ist das hier? Das ist Marcus. Und wer ist das? Das ist auch ist Marcus. Ja alles, guck mal, ist Mar- das Portal. Marcus der Vierte. Das ist echt Marcus, richtig creepy, ja, heute. Marcus der Vierte, Marcus der Zweite. Das ist ja der Waffenhändler. Der sieht komisch aus. Ja, vor allem dieses ganze, das ist Geticke um einen rum. Ja, ne? Was zur Hölle ist das? Hey. Was? Was ist das Spiel mit Borderlands? Hä? Ich stehe in dir. Jetzt. Hi. Guck mal, nach unten. Hi. Oh. Casino. Ach, guck mal, jetzt sind wir wieder hier. Das ist lol. Strange, ja. Lass mal weg hier, ich hab Angst vor dem Ding. Sollen wir nochmal da rein? Vielleicht passiert jetzt was anderes. Na, warum nicht? Baby. Ah, ne, jetzt kommen wir nicht mehr rein. Ah. Das war irgendein Easter Egg, glaube ich. Das eine Bild, was wir gesehen haben, irgendwo erkannte ich das auch. Zumindest das Aussehen. Crazy. Cool, ja. Cool, aber. Auch wenn ich nicht weiß, warum. Es. Hä? Vielleicht wird uns halt irgendwann noch klar. Oder so. Oder wir müssen googeln. Vor allem mit dieser Musik, dann hat das doch gerade voll hier wie so eine Glockenuhr da. Ne, also. Ja. So eine Spieluhr. Da hat das auf jeden Fall geschellt, so. Also jetzt wird es gerade 10 Uhr klingeln, jetzt also so ding, ding. Bestimmt irgendwas zu bedeuten. Geheime Botschaften in Borderlands? NSA. Ah, warte, wir haben hier noch eine Quest, bevor ich es vergesse. Wandler. Finde den zweiten Wandler. Ah, Mann, ey. Wir sollen irgendeinen Wandler klauen, damit Springs irgendwas Cooles für uns machen kann. Oh. Was hast du gerade gesagt? Burge? hier. Ah, ne, das ist nur normaler Loot. Na, die Sniper ist auf jeden Fall besser zu gebrauchen als die andere. Sind die respawned oder woher kommen die alle? Boah. Uts. Ich muss mal ganz kurz Waffe wechseln. Post-Party. Und Buggy-Skin.
deine Bots kämpfen wieder gegen Gegner, die keiner von uns sehen kann. Das ist aber gut, ja. Den haben wir ja richtig gereckt. Wir müssen... Ups. Ja, da waren wir schon. Wir müssen nochmal zurückgehen. Auch wenn mal, dass die hier auch nicht alle respawned sind. Das wäre ärgerlich. Das ganze Gebiet ist seltsam. Diese Zeichen überall. Das sieht aus wie Schalt- oder Baupläne alles. Ah. Aliens. Sind ja auf dem Mond. Aliens. Schau mal, E.T. hier. Nach Haus telefonieren. E.T., E.T. Also hier soll sich irgendwo ein Wandler befinden. Weißt du, wie so ein Ding aussieht? Ah, St. Pancreas. Okay. Ah, ich glaube, ich habe was. Verdammt. Ist ein Fahrstuhl. Ja, ja. Wir waren ja schon hier. Ja, ja, stimmt. Granatenmods. Bonza! Ah. Keine Spur von Rooster Booster. Er muss sich aus dem Staub gemacht haben. Hau das Ding in Stücke und bau die Rekombinierungsmatrix aus. Zum Glück bist du ja auch ein Technikfreak. Mist, das ist schwieriger als ich dachte. Oh. Ah, mein Mann hat schon. Super. Jetzt müssen wir diesen Stück aufknacken. Den hat's ja zerfressen, den Typen. Warte, ich komm wieder hoch. Ich bin voll. Kacke. Mal was wegwerfen. Oh, ich ersticke. Ich ersticke. Ich ersticke. Ist echt schwer, auf den Sauerstoff zu achten. Sprengstoff. Ah. Was war denn da drin? Irgendwas Gutes? Nur eine grüne Waffe. Ja, und jetzt? Noch so ein Rifle, aber der Rede wert. Hol den Zünder. Okay, ach, wir haben den Sprengstoff von dem komischen Freak, der uns angegriffen hat, geklaut. Ja, wir müssen wieder hoch zu dem Wandler. Geh nur runter, okay. Um den Zünder. Du bist auch unser Sprengmeister. Hau mal rein. Schön. Okay. Geh jetzt auf sichere Distanz. Stell den Zünder ein und dann kann's losgehen. Toll, jetzt müssen wir wieder nach unten. Das ist vermutlich weit genug. So weit weg. Warte mit der Sprengung noch. Ich gehe eben meinen Sauerstoff auffüllen. Okay. Na dann. Warte, stopp. Ich bin auch voll hier. Am Abnüffeln. Ach, du auch. Aber irgendwie habe ich kein Damage gekriegt. Na, das tickt ja so ganz langsam runter. So. Okay, bist du bereit? Bist du bereit? Okay. Okay. Hast du alles erledigt? Ja, erstmal ich platziere und du drückst. Hau rein. Bumm. Wow. Ein bisschen mehr Action jetzt erwartet. Das ist nun ein Granatenmod. Toll, jetzt müssen wir wieder da hoch. Oh. So. Bumm, ach, hier um die Ecke wieder. Ja, ja, von der Maschine. Sehr gut. Komm wieder her, dann können wir mit der Wandlerei loslegen. Wandlerei. Okay, ich glaube, wir haben jetzt auch wirklich alles. Wenn ich gerade nicht am Abnippeln wäre, weil ich keinen Sauerstoff mehr habe. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ha, ohne einen Leben. Ja, nicht so schnell. Abnehmen, ja, nee. Selbst wenn er dann. Vorsicht! Adoin. Deine scheiß Dinger töten alles.
Ja, easy. Hinter dir ist einer. Boah, dieses Gewehr lädt ja 300 Jahre nach. Ich brauche eine gute Sniper. Projektiljäger. Wird erst eins. Oh. Nicht weiter schwierig. Ach, da oben. Hier unten war auch noch einer. Noch ein Headshot. Hat das jemand gesehen? Ah, Headshot. Leute, ich hab ein Badass. Okay, ich komm mit. Ja, nee, den hab ich. Der ist tot. Guck mal. Nice. Oh, der hat eine Sniper verloren. Nein, hat er nicht. Schade. Ist noch ein Badass. Ja, aber der ist auch tot. Okay. Ich will ihn im Nahkampf killen. Ach lol, ich bin jetzt halt so ein kleiner Arsch. Ich hab die ganze Zeit gedacht, was schiebt mich denn hier und macht Damage. Alles klar. Wie viele Badasses es hier gibt. Na, hier ist schon heftig. Ah, ich hab ziemlich knapp überlebt nur. Da leben noch zwei. Einer. Null. Ah, da ist noch einer. Noch einer. Mein Gott. Da ist ja noch einer. Mal wie viele? Braucht jemand ein Medikit? Drei, sauber. Ich habe ziemlich wenig Leben nur noch. Ich werde immer von den Robotern, von den Droiden da geretzt, das war natürlich. Naja. Du hast wieder die OP-Scheiße. Ich kämpfe noch wie echte Männer. Frauen. Alles klar. Dann auf zurück. Make me baby, lose control. Was steht da? Make me one with the light? Ach, make me one with the light. Mach mich eins mit dem Licht. Guck mal, wie das geschrieben ist. Ja, light ist doch nicht so wie leicht. So nein, das ist falsch geschrieben. So. Make me one with the light. Der wollte aber make me one with the light schreiben. Aber er kann es halt nicht. Ah, light eigentlich mit GH und T. Ja, die Leute von Dahl oder von der Lost Legion sind nicht so intelligent. Ah, das haben wir auch schon gemerkt. Wir müssen hier rechts. Guck mal, hier ist tot. Möchtest du da runterspringen? Nein, lieber nicht. Lieber nicht. Warte, ist hier eine Schnellreisestation? Nee, ne? Nee. Nee, Speicherpunkt. Wir sollen auf jeden Fall. Oh, sorry. Das Talent. Also, los geht's. Alle Systeme betriebsbereit. Ah ja, ich bin noch dabei. Wir müssen zurück nach Concordia. Okay. Wir haben auch eigentlich schon wieder Folgenende, aber abgeben können wir, denke ich, jetzt auch noch machen. Ja, ja. Machen wir noch so. Vorsicht, enge Atmosphäre. Da unten ist eine Zoomi-Station. Ich hole uns einen Zoomi. Ja. Ich finde das Zusammenfahren geiler. Aber warte, ich habe die falsche Waffe. Warum merkt er sich die Waffen nicht? Keine Ahnung. Computer ist auch ein bisschen daneben. So. Willst du fahren oder willst du ballern? Ah, ich schieß ruhig mal heute. Ja, warte, wollen wir ganz kurz gucken, wo wir überhaupt lang müssen. Dahin. Terror. Und... Ah, fuck.
Ich habe schon gesehen, dass ich die Kurve nicht kriege, aber hab's trotzdem noch versucht. Lol. Die Raketen fliegen manchmal auch ein bisschen random, ey. Ja, die wissen auch nicht, was sie wollen. Ich hab eingeparkt. Also, passt. So, jetzt müssen wir erstmal die komischen Viecher, die wir gerettet haben, indem wir sie getötet haben. Er rette eine Gruppe hilfloser Tierchen vor Giftschlamm. Wer hätte gedacht, dass eine engere Verbindung zur Natur so blutig werden könnte und so viel Spaß macht? Sehr gut. Wir zwei haben da draußen den Karma-Jackpot geknackt. Ich bekomme eine neue Sniper. Ja. Ich habe auch eine. Also kannst du dann haben. Ich nehme die dann auch. Die Volksfront von Concordia braucht dich für die Revolution. Wir kriegen direkt eine neue Quest. Obwohl, nee, ich könnte die Granate. Ich nehme die Granate. Die Volksfront von Concordia braucht dich dringend. Wir haben noch zu wenig Mitglieder. Darum hat Gabby ein paar Plakate designt. Würdest du sie abholen? Sie sind in unserer geheimen Basis. Eine Feuerwaffe könnte übrigens ganz nützlich sein. Niedlich. Ah. Die ehrlich gesagt, haben noch nicht abgegeben. Die komische Volksfront ist nicht sonderlich volksfrontig. Das ist eher so, weiß ich nicht. Egal, Rekrutierungsrunde gescheitert. Ja, die Quest müssen wir nochmal neu machen, das ist eine Zeitquest. Okay. War alles in der nächsten Folge. Ja, ja, ich upgrade ganz kurz noch meine Sniper-Munition. Und meinen Rucksack. Achso, hier ist der Typ, warte mal, dann mach ich das auch noch. Ja, ja, ich gehe währenddessen schon mal. Warte, wo muss ich hin? Ah, mein Rucksack ab. Ah, wir müssen zu Springs. Ich gebe schon mal währenddessen die eine Quest bei Springs ab, ne? Ich glaube, ich mach meinen Rucksack komplett. Ja, mach. Oh, hi, Fremder. Folge mir. Hier ist übrigens noch ein Märchenbuch, das können wir uns gleich anhören. Ich habe erstmal meinen Rucksack ein bisschen geupdatet, ja, der ist jetzt auf. Der nächste Update kostet 50. Boah, okay, da kannst du jetzt ja richtig viel Stuff tragen. Ja, ich hab mir gedacht, der eigentlich lohnt sich das ja so. Siehst du die alte Bessie da drin? Baue die Zerlegerkupplung und die Rekombinierungsmatrix ein. Mal sehen, ob's was hilft. Boah, soll ich wissen, wie man das einbaut? Möchtest du ein schönes Gedicht hören? Ja. Der Mond schien helle, von Banditen keine Spur. Als ein Kammerjäger auf die Schnelle mit der Knarre ging auf Tour. Er und Jack, die waren nicht dumm, nahmen dem Bürif sein Störsignal krumm. Oh. Kommst du? Ja. Hallo. Also wir sollen den Wandler, den wir gerade geklaut haben, hier reinsetzen. Ich mach mal. Ja. Es scheint, sie erwarten, wer zu leben, aber wir müssen auf Nummer sicher gehen. Diese Babys spucken, mit etwas Glück, schickes Equipment aus. Aber man muss wissen, womit man sie vorher füttern muss. Ist wie eine Art Rezept. Tu drei gleich gute Waffen rein und du kriegst vielleicht eine bessere Waffe wieder raus. Super, oder? Da auf dem Tisch liegen ein paar alte Knarren. Probier's mal aus. Okay. Dreimal. Oh, so. Jetzt füttere den Wandler mit. Mal sehen, was Bessie ausspuckt. Ich hoffe, das war all das wert. Ich kann nicht. Bist schon am Wandeln. Naja, ziemlich halt. Jetzt. Was machst du da? Ah, ich hab. Ich hab die drei Waffen von ihr genommen, die wir abgeben müssen. Es sind zwar drei weiße Waffen, aber egal. Ich hab doch hier gewandelt, irgendwie. Aber irgendwie kann da jetzt gar nichts raus. Ne, wir müssen wahrscheinlich die Waffen reintun, die sie uns gegeben hat beim ersten Versuch. So. Oh. Mondsteinwandlung oder wandeln? Ich drück mal Q. Guck mal. Schau, wie sie wandelt. Glück gehabt. Für diese Babys gibt's eine Menge Rezepte, aber leider keine Bedienungsanleitung. Du musst einfach experimentieren. Obwohl, jemand hat mir erzählt, wenn man Mondsteine benutzt, kriegt man immer das bestmögliche Ergebnis raus. Okay. Hm. Willst du abgeben? Alles klar. Ja. Herzlich willkommen, Kunde. Die Wandler. Naja, viel Glück und danke für die Hilfe. Oh, ein Forster-Skin. Kann man machen. So, jetzt mit dem Laser in den Shit. Ich hätte da noch was anderes Spaßiges, wenn du Lust hast. Haben wir Lust?
Eigentlich ja, ja nicht. Ne? Eigentlich ja. Ein Jahr nicht, ja. Weggesappt 3.0. Noch mehr Spaß mit Lasern. Meine Güte. Ich wollte deine Waffe eigentlich so modifizieren, dass sie Explosivgeschosse verschießt. Bringt jede Menge Spaß, wenn man richtig zielt. Aber Planänderung. Sie richtet jetzt Korrosionsschaden an. Willst du sie mal ausprobieren? Bitte. Spitze. Bitte sehr, aber sei vorsichtig damit, okay? Hab neulich eine Ladung Claptraps geliefert bekommen. Jetzt hat sich rausgestellt, dass bei all den Scheißdingern die Hauptprozessoren hin sind. Bestimmt waren sie deshalb so spottbillig. Egal. Könntest du sie bitte entsorgen? Muss ich dir erst zeigen, wo sie sind? Dann dachte ich mir. Wir dürfen Claptraps töten? Ah, ja, ja. Korrosionsschaden Geil, Claptraps töten. Ein Traum wird wahr. Menschliches Gemüse. Ach, ja. Oder technisches Gemüse. Ja. Sterbt. Befriedigung. Oh. Warte, lass mir auch noch einen. Da hinten ist noch einer. Claptraps töten. Ich hab ihn weglaufen sehen. Hinterher. Einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Wo ist der letzte? Ich will Versteckt ihn umbringen. Sich der Penner. Im Müll ist er nicht. Ja, vielleicht hat er sich einfach so dazugelegt. Alle nochmal anschießen. Okay, ne, da unten. Noch rein tiefer gehe ich nicht. Hier oben ist auch nichts. Claptrap, komm her. Wo ist der hin? Ich habe einen gesehen, der hierhin weggelaufen ist. Auf Lester sind hier irgendwo reingebackt. Ach, ich denke nicht. Na, ich meine ja nur. Könnte ja auch sein. Ich habe ihn. Ich habe ihn auch gesehen jetzt. Genau gleichzeitig. Super, komm zurück. Ein letztes Upgrade, dann kannst du den Laser behalten. Ich will aber noch mehr Claptraps töten. Eine Sekunde mal. Mickrige Laserwaffen. Piu, piu, piu. Im Ernst? Willst du lieber eine richtige Waffe, die hammergeile Explosionen macht? Die Antwort lautet ja. Nein. Vielleicht. Mission, um alle schlappschwänzigen Laserwaffen in die Luft zu jagen. Beweg deinen Arsch zu den Koordinaten, die ich auf dein Echo knalle. Und warte auf weitere Befehle. Tust du es nicht, erkläre ich dich zum Arschloch des Jahres. So, wir müssen jetzt hier auch mal... Aber willst du es? Wir sind immer noch in der Folge. Ja, ja. Aber stimmt. Ja, ja, dat. Ja, stimmt, aber dat. Wir machen einfach immer weiter so. Weiter, bis nichts mehr kommt. Naja, egal. Ja. Also von mir aus können wir Ende machen. Ja, dann danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.